So, ich habe 2019 Pre-Release Pack noch eins gefunden. Und das mache ich jetzt mal mit euch auf. Gucken. Ja. Das habe ich bei uns im Laden gefunden. Und musste das dann. Boah, ist das kaputt. Musste das dann für mich direkt erstmal kaufen. Weil 2019 Pre-Release war tatsächlich sehr cool. Das habe ich tatsächlich auch mitgespielt. Ja, das ist mal ein blauen Würfel auf blauem Hintergrund. Den sieht man richtig gut. Dann. Mehr Müll. Haben wir eine ausgehungerte Hydra. Ein grünes und X kommt mit X plus 1 zu 1 Marken ins Spiel und kann nicht mehr von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Und immer wenn ihr Schaden zugefügt wird, lege entsprechend viele plus 1 zu 1 Marken. Sie muss den Schaden überleben, um Marken zu erhalten. Das ist nicht bad. Und dann haben wir unsere Hauptset 19. Das ist auch schon was her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin war. Dementsprechend, ja. Mal gucken, was wir hier haben. Wie immer, ich gehe bei den Kamms und Ankamms ganz schnell dran vorbei. Die Ankamms gucke ich mal so ein bisschen drüber. So wie Dominanzgehabe zum Beispiel. Janis Begrüßung. Das da und ein reumütiger Kleriker. Okay. Reumütige Kleriker sind gut. 2-1, fliegend. Man kann ihn opfern, um den Friedhof aus dem ganzen Spiel zu entfernen. Mal wieder Death and Texas Kram. Ist tatsächlich sehr interessant, dass ich fast in jedem bisherigen Booster oder Set irgendwas für Death and Texas gefunden habe. So. Gucken wir mal mit. Hier haben wir einen Drachenschülerin. Okay. Durchkämmen. Wow. Wow, das Artwork. Knackt. Schild raus. Ah, hier waren die ganzen Rösser drin. Kann nicht von Roten geblockt werden. Und immer wenn ein Spiel kommt oder Ziel eines Zaubers oder Fähigkeit wird, er hat 3 Lebenspunkte. Und Gipfel der Macht. Was ist denn ein Gipfel der Macht? Es kostet 10 Mana. Ach, du Kacke. Hexerei. Schicke die obersten 7 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du Karten wirken, die keine Länder sind und die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden. Falls dieser Zauberspruch aus deiner Hand gewirkt wird, erzeuge 10 Mana genau einer beliebigen Farbe. Okay, ich habe nichts gesagt. Gehen wir zum nächsten Booster. Ja, nee, ist nicht so meins. Ist vielleicht eine Commander-Karte, aber nicht meins. Bestialisches Gespenst. 4-1-3 fliegend. Okay. Aufprallen. Oh, das Artwork ist hübsch. Der Goblin da, das. Oh, wie cool. Wirf das da. Schauderholz-Zwillinge. Okay. Und Phylakrionlich. 3x5-5 unzerstörbar. Und wenn er ins Spiel kommt, legen wir eine Phylakrion-Marke auf ein Artefakt, das wir kontrollieren. Und wenn du keine bleibende Karte mit einem Phylakrion-Marken kontrollierst, opfere den Lich. Das ist ganz cool, so mit Artefaktländern und sowas. Das ist wirklich cool. Das ist eine coole Karte. Ins Gedächtnis zurückrufen. Ein Emblem. Gedächtnis zurückrufen. Die Karte habe ich damals schon gespielt. 3 Mana, bring eine Karte aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Das war eine gute Karte. Das war echt eine gute Karte, ja. Also, ich habe sie sehr gemocht. So, was haben wir hier? Meld. Heroldin des Glaubens. Meteor-Golem. Legacy Playable. Leonin Vorhut. Okay. Und Ortungsturm. Was bist du denn? Erzeuge ein farbloses Land. Oder tappen für 1 Mana. Bis zum Ende des Zuges können deine Gegner Kreaturen mit Fluchsicher, die deine Gegner kontrollieren. Was? Bis zum Ende des Zuges können deine Gegner und Kreaturen mit Fluchsicher, die deine Gegner kontrollieren, das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die du kontrollierst, als ob sie kein Fluchsicher hätten. Haben wir nicht neulich eine Ausrüstung gekriegt, die dasselbe tut? Nur halt auch mit Unzerstörbarkeit?
wie sich die Zeiten ändern. Das ist schon krass. Das ist schon krass. So. Gehen wir hier auch mal wieder direkt durch. Ach, ich hasse diese Karte. Mord! Zerstörende Kreatur. Schönster Text in Magic. Inferno Teufelsbraten. Und Siegelschwert von Valeron. Okay. 3 Mana Ausrüstung. Für 3 Mana ausrüsten. Die Kreatur hat Wachsamkeit und ist zusätzlich ein Ritter. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, erzeuge einen weißen Ritter mit Wachsamkeit. Das ist nicht bad. Das ist echt nicht bad. Also ich denke da halt gerade an mein Commander-Deck, an mein OG-Teil. Und ja. Deshalb. Das ist nicht bad. So, das letzte Booster aus dem Pre-Release-Kit. Giftfallbogenschützen. Okay. Honest der Miliz, um den wurde damals richtig, richtig viel Wind gemacht. Er ist halt für 3 Mana 2-3 mit Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, kann man die ersten 4 Karten in der Bibliothek angucken. Und davon eine Kreaturenkarte mit Stärke 2 oder weniger auf dem Vorzeigen sie auf die Hand nehmen. Den Rest unters Deck legen. Damit wurde immer gesagt, ja, das ist jetzt der Recruiter of the Guard oder Imperial Recruiter oder je nachdem was. Aber es wurde er nie. Blutige Weissagung. Und Ortungsturm, das ist natürlich ein Pre-Release-Kit, wie man es haben will, oder? Doppel-Ortungsturm, eine 10-Mana-Hexerei. Das Schwert ist gut und der Kleriker ist gut. Und der Lich ist... Ich weiß nicht, wie viele Artefakte wir haben. Ich sehe 1. Ich sehe 2. Ich sehe 3. Und dann kostet er auch noch triple schwarz. Das ist ein Pre-Release-Kit, wie man es natürlich sehen möchte. Ich habe keine Ahnung, was man hier rausbauen soll. Dementsprechend verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sea. Ciao, ciao.